Aber Emilia, die beiden haben doch erst gesagt, wenn das Ding piept, hört das Xen. Ich will es nicht riskieren. Ich weiß, dass Xeni hier ist. No risk, no fun. Hier ist ein Schrank. Gut. Nee, ich will das nicht testen. Nur wenn es in meiner Nähe ist. Ja, aber ich höre ja auch über die Kopfhörer relativ gut, wo ungefähr sie gerade ist. Passt schon. Ja, so ungefähr sieht Xeni aus. Es klang, als wäre sie hinter über mir gewesen. Jumpscare, please. Thank you. Molly, Molly. Oh, und ich weiß jetzt, was ihr meint mit. Frustrierend. Oh, weil ich jetzt die Zimmer ablaufen muss. Und das Vieh hier rumrennt. Aber die Räume sind überhaupt nicht auf der Etage, kann das sein? Oh, thanks. Thanks, Akatsuki. Didn't knew you were English. Okay. Mach's gut, Tinkerbell. Wenn das jetzt ein Tschüss war, dann wünsche ich dir einen guten Rutsch. Also, aber diese Stationen, die sind ja nicht auf der. Mir fehlen Karten. Okay. Nicht auf der Etage anscheinend. Oder mir fehlen Karten aktuell. Guck mal, wer da ist. Es kommt. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Es ist 18 Uhr. Aber ich mach noch ein bisschen, okay? Bisschen. Xeni war rechts von mir. Wem war das auch noch da?
bisschen. Ein bisschen. Oh. Es wird mir immer noch nicht angezeigt. Ich laufe auch eigentlich ja komplett falsch, ne? Hier hinter. Ja, ich bin auch da. Willkommen zurück, Susi. La la la, ich bin hier auch in netter Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob das auf meiner Etage ist und wo ich dann lang soll. Oh, komme ich mit dem Code jetzt hier unten durch? Guide, danke dir für den Follow. Nein, wir konnten sie noch nicht grüßen. Nur so, wir konnten ihr so zuwinken von Weitem. Ich glaube, so viel hast du nicht verpasst. Hier ganz chillig. So. Da ist die Map. Dingsbums. Sehe ich auch nicht, ob die auf einer anderen Ebene sind. Was war das hier für ein Zeichen? Neuverkabelung bringt mir nichts. Zu primärer Pflegebereich? Muss ich da hin? Zeni ist richtig süß, wenn die hier Fanger und Verstecker spielt. Richtig süße Maus ist die. Hier ist sie übrigens gern mal drin. Geh mal speichern. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Gefahr ist nah. Ich glaube, Xeni denkt, hier ist niemand. Und lässt es einfach. Ja, ich habe gespeichert. Weiß nicht, wie gesagt, ob es so clever war. Gerät unzureichend. Wieso? Verdammt, muss ich jetzt den ganzen Weg zurück? Oh nein. Da
Vielleicht würde Neuverkabelung doch helfen. Dann geht die Tür vielleicht auf. Ich bringe die Leuchtfackel und dann sehe ich halt im Dunkeln. Aber ich glaube, die machen halt auch aufmerksam auf dich. Oh. Entschuldigung. Nein. Brauche ich den Code für die Tür? Aber einen anderen. Weil dieses 1702 kann ich dort nicht eingeben. Easy. Kann er sich nicht vorne den Doktor holen gehen und mich in Ruhe lassen? Stresslevel ist schon, ich höre mein Herz behemot. Ich höre auf jeden Fall mein Herz. Mann, wo soll ich denn jetzt hin? Ich weiß nicht so richtig. Muss ich den ganzen Weg zurück und irgendwie runter? Wie man nach unten zur Arzneiausgabe gelangt. Untersuchen Sie die Räume auf Dr. Morleys Rundgang. Nein, Xeni hat mich noch nicht gekillt. Ich glaube, ich bin erst 2, maximal 3 Mal gestorben wegen den Crash-Test-Dummies. Aber nicht wegen Xeni. Also, auf geht's. Ja, das Herz ist auf jeden Fall noch da. Hallo, Rasilium. Und danke für dein Follow. Wie spreche ich deinen Namen richtig aus? Schönen guten Abend. Ist was von Interesse? Ja, der Code sicherlich, ne? Da drüben ist sie. Sehen. Oder ist eine Map-Erweiterung? Ich brauche auf jeden Fall die Map-Erweiterung. Ja, das ist so ein Twitch-Plugin. Du kannst es gerne weiter spammen. Da fliegen ganz viele Herzchen. Wenn ich jetzt dort rüber gehe. Geh kurz rein. Oh, knallt die Tür? Nein. Nein. Kusch dich.
Ich weiß, das Rennen schlecht ist, aber ich wollte schnell die Map-Erweiterung und bin deswegen schnell in den Schrank. Beruhigungsraum. Ich bin immer noch nicht schlauer. Muss dann irgendwie runter. Muss ich, in dem Beruhigungsraum war ich noch nicht drin. Das war knapp. Aber normal laufen macht auch keine Geräusche, richtig? Also ich muss nicht die ganze Zeit schleichen, wie ich es bisher mache. Ich kann ganz normal laufen. Gehen. Richtig fast. Okay, also ist Schleichen immer noch besser. Ist hier was zum Mitnehmen? Denn die merkt sich, ob ich immer schleiche. Ist ja gemein. Sie hat echt Zeit. Also hier ist nichts. Oh, ist sie gerade nach oben? Weg? Ja, sie ist in den Schächten. Feige Socke bist du. Guckst hier durch deine komische Kamera, weißt du was, ey. Lässt mich alleine mit dem Ding. Der Geräuschemacher? Nee, Molotow kann ich nicht. Ich bin auch recht am Anfang, also ein bisschen aufpassen wegen Spoiler oder so. Nicht alles spoilern. Wenn ich Hilfe brauche, dann frage ich ganz gezielt nach Hilfe. Ansonsten
Nicht. Was soll ich denn dann jetzt machen, wenn der mich dort nicht rauslässt? Brauche ich den Code für die Tür, oder? Noch ist alles in Ordnung. Aber dann, ich meine, es ist schwierig, wenn man das Spiel selber schon gespielt hat, auch mal die Klappe zu halten, das weiß ich auch. Wenn, dann ist es 1702, aber ich kann an der Tür den Code nicht eingeben, Emilia. Da steht immer, ich glaube, ich muss zu dem. Warte. Ich glaube, ich muss zur Neuverkabelung und muss irgendwie die Tür freigeben. Ich glaube, das muss ich machen. Aber wenn ich hier bei der Neuverkabelung bin, weiß ich nicht, ob ich bis dahin komme. Wir probieren's. Ist es hier im Raum? RCS ist aber. Es sieht ein bisschen schlecht. Nochmal speichern. Weil eigentlich habe ich ja jetzt keinen Fortschritt gemacht. Dort ist ein Schacht. Kann ich durch den Schacht? Wo komme ich dann hin? Warte, was für Raum wechseln? Tab. Der Zugriff deaktiviert. Raum deaktivieren. Also, jetzt wieder zurück. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir die Tür jetzt auf. Ich weiß es nicht. Stößt sich gleich den Kopf. Oh, stellt euch mal vor, das Spiel wäre jetzt wie Escape the Aoyuki.
wo du nicht mal reden darfst, weil der das hört. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich muss halt um 10 ins Bett. Ich bin so kaputt. Ich schaff Silvester nicht. Oh, das in VR. Da würde ich lieber Phasmophobia in VR spielen. Dort kommt man nicht durch, oder? Ist nicht die Map ist schwierig. Gibt's eine Mod? War das freiwillig? Scheiße. Gerät unzureichend. Hier waren wir überall, oder? Ja. Aber dann komme ich auch nicht weiter. Oben links. Hier? Nee, da ist zu Ende der Schacht. Das mit dem Reden kann man auch einstellen. Boah. Oh, verdammt. Unten rechts, also hier. Hier komme ich nicht hin, Emilia. Ich komme hier nicht raus. Da lässt mich der Doktor nicht raus. Und hier komme ich nicht durch. Das heißt, da komme ich nicht hin. Hier überall. Also wieder dort runter. Achso, wo muss ich jetzt lang? Rechts, links und bei Morley. David, Dankeschön wünsche ich dir auch. Einen guten Rutsch und einen schönen Abend. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr. Meine Stimme versagt schon, weil ich so viel schreie in dem Spiel. Nochmal die Neuverkabelung aufsuchen. Bei welcher war ich denn? Hier, ne? Kommt.
Ich habe die Tür geschlossen, statt sie zu öffnen. Oh. Das ist natürlich schlecht. Türzugriff. Türzugriff. Türen müssten wieder offen sein jetzt. Eigentlich. Es kommt. Geht. Mal, wie groß ich bin. Eigentlich. Bin zu früh abgebogen.